Freitag. Wir werden jetzt einen kleinen Friseurbesuch machen. Ich denke mal, es ist mal wieder Zeit, meiner Meinung nach, die wuchern der Seite, die wuchern hinten. Und dem werden wir heute entgegengehen. Mal sehen, wie es danach aussieht. Ich gehe immer spontan zu anderen Friseuren. Also kann das Ergebnis manchmal variieren, vom Lehrling bis zum Profi. Ciao. So, hallo liebe Fans. Jetzt war ich beim Friseur. Ihr könnt es von vorn sehen, von der Seite und von hinten natürlich auch. Ich kann mich jetzt nicht so sehr drehen, aber ihr seht ungefähr, was dabei rausgekommen ist. Ja, ein bisschen Wachs reingetan. Ich finde ein bisschen viel, hat es ein bisschen sehr gestylt, aber das kann man ja aber danach immer noch umstylen. Ihr seht mich dann noch im eigenen Mr. Ayo-Style. Also ein bisschen zur Seite, ein bisschen anders. Nichts Besonderes. Das nächste ist, wir haben uns noch hier vorhin ein Espresso gekauft zum munter bleiben. Man braucht es nicht unbedingt, aber ich trinke es ab und zu mal. Das kann man so machen. Ansonsten habe ich mir noch ein Deo gekauft und von, noch keine Werbung, das ist einfach nur X-Dog Temptation. Kann man mal demnächst, kann man mal zwischendurch dezent einsprühen sich. Ich bin ein Deo-Freund, ich gebe es zu. So, der Mr. Ayo war für euch einkaufen und wir stellen zusammen erstmal die Cocktails und der Glühwein wird wahrscheinlich heute kommen. Oder wird heute kommen. Ich weiß auch nicht, wie ich es zusammenbekomme, aber das wird schon alles werden. Und dann ist noch ein Reisgericht im Plan. Und wir werden es versuchen umzusetzen. Im besten Ayo-Style wie immer. Also bis bald. Freut euch. Schönen guten Abend. Wünsche euch, ihr Kochfreunde. Zwischen Lebensmitteln befinde ich mich hier. Ich habe wieder einmal etwas eingekauft. Es werden zwei, drei verschiedene Dinge heute gemacht. Ich werde zuerst ein Reisgericht, was sehr einfach ist, machen mit Schweinefleisch. Und das wird so hergerichtet, wird sehen. Also, und dann habe ich noch etwas dazu gemacht, falls der Reis nicht die Flüssigkeit, die nötige Flüssigkeit erreicht, dann habe ich noch etwas, ich meine, falls der Reis nicht die nötige Saftigkeit erreicht, habe ich noch etwas da, ein extra für dieses Gericht. Das ist das herzhafte Gericht, dann kommen wir heute noch zu Getränken. Aber jetzt das herzhafte. Man nehme den Topf mit einer halbvollen Menge Wasser, stelle diese gewünschte Herdplatte an, lege den Reis zwar erst rein, wenn das Wasser kocht, aber das ist heute anders. Dann warten wir die Zeit jetzt hier nicht ab, da es euch wahrscheinlich zu langweilig wird. Wir werden dann einen Cut machen. Ihr müsst euch jetzt mit einer Schüssel begnügen, die ist nicht aus Porzellan, aber die hat die Farbe der Tischdecke fast. Das war nicht geplant, ganz einfacher Zufall und wir werden jetzt das mit Reis füllen. Nein! Au! Mist! So, der Reis ist fertig. Wir müssen ihn jetzt nur noch aufknacken, schneiden. Es gibt auch eine Messerversion, die heißt Messer rein, Messer schneid. Messer rein, Messer schneid. Die Mitte ist wichtig aufgeschnitten. So kann man auch die Innereien schön rausquetschen vom Reis, also den Reis. Das ist die Version 1. Damit man sich nicht verbrennt, nehmen wir ein, ich greife mal an die Ecken. Vielleicht ein Tipp für euch, greift an die Ecken, wenn es zu heiß ist. Ecken sind meistens schneller abgekühlt. Also sagt die Physik.
bei mir, mein Kopf. So, wir haben noch Reis rausquetschen noch hier, da drin ist. Sonst sind wir jetzt fertig damit. So, jetzt haben wir das Loch für das Schweinefleisch gegraben in dem Reis. Öffnen die Büchse dieses fantastischen Schweinefleischs. Sie sehen hier dieses Schweinefleisch. Aus dieser Büchse, der Saft ist jetzt nicht vorhanden. Dafür haben wir ja vorgesorgt. Das kommt mit in die Mitte. Das Gelee löst sich dann langsam auf in der Hitze des Reises. Wir können es rundherum verteilen. Haben hier eine Rundung. Wir können das auch mit Hühner- oder Rinderfleisch machen oder mit anderen. Es gibt auch vegetarische Gemüsegerichte, die Sie in dieser Dosenversion erhalten können. Die können Sie in die Mitte reinhauen. Und falls es jemandem noch nicht zu flüssig ist, das was hier wahrscheinlich noch wird, durch das Gelee löst sich in der Hitze des Reises auf. Dann habe ich vorgesorgt und Steinpilzcremesuppe genommen. Was für manche jetzt gar nicht passen wird. Aber das ist der Air-Style. So, jetzt kommt diese Pilzsuppe hier so reingeschüttet in diesen Reis. Diese Reisschüssel rein. Es gibt einen kleinen Trick, das ist eigentlich gar kein Trick. Man nehme etwas Wasser, um eine Dose zu entmaterialisieren. Das ist jetzt nicht falsch zu verstehen, das ist nicht so, dass sich die Dose auflöst, aber der Inhalt etwas. Es gibt festklebenden Stoff, der sich hier drin noch aufhält und die Dose mit aller Kraft festhält. Aber Wasser ist ein gutes Mittel, neben Säure, die wir nicht anwenden, um dickflüssiges dünnflüssiger zu machen. Das ist eine sehr, sehr schöne Kochrezeptur. Damit für einen Daumen nach oben. Natürlich ist das Schweinefleisch jetzt nicht ganz zur Geltung gekommen. Wir werden es etwas frei machen. Oh, da spritzt es schon. Es ist natürlich kalt. Aber es gibt auch eine Version, es warm zu machen. Aber ich habe jetzt keine direkte Zeit, dieses Schweinefleisch. Wenn die Zeit Ihnen fehlt, dann machen Sie es klein und können dieses Schweinefleisch etwas in der Mitte verteilen. Sie wissen, das Schwein ist in der Mitte und die Soße rundherum. Es ist jetzt kein Drama, dass es etwas kalt ist, denn der Reis aktiviert die Wärme des Fleisches etwas. Es relativiert sich etwas und wird auch sich Kohäsion und Adhäsion nähern. So. Ich mache jetzt auch den ultimativen Test für euch. So, nun zur Verkostung des Schweinereises. Weit von draußen komme ich her und ich muss euch sagen, es schweint sehr. Oh ja. Kann man machen. Gute Füllung. Ich kann euch aber auch empfehlen, wenn ihr nur das Schwein nehmt, das Gelee wird es natürlich abschmelzen in der Hitze des Reises, aber die Pilzrahmsuppe rundherum nimmt es auch. Ein sehr gutes Gericht. Es sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus mittendrin, weil es so grau ist. Aber man kann es machen. Ich werde mir jetzt vielleicht noch ein paar Cocktails gönnen, irgendwas zusammenmixen. Aber diese 5 Spezialmixe habt ihr von mir jetzt als Rezept. Ich werde sie versuchen, vielleicht irgendwie in die Kommentare mit in die Beschreibung mit reinzupacken. Ansonsten seht ihr es ja auf dem Video, was es war. Ich wünsche euch einen sehr schönen guten Abend und danke fürs Zusehen und
Cocktails machen Spaß. Daumen hoch.